In diesem Film gibt es etwas mehr zu erfahren über die historischen Obstsorten im Tempel der Pomona im Schlosspark Bad Homburg. Von den 84 Sorten sind über zwei Drittel vom Aussterben bedroht. Sie stehen auf der Liste der gefährdeten Nutzpflanzen in Deutschland, die die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung führt. Sie macht damit darauf aufmerksam, dass sich die Vielfalt der Nutzpflanzensorten in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit erheblich verringert hat. Jede hier gezeigte Obstsorte hat ihre eigene Geschichte. Der Gravensteiner etwa wurde erstmals 1669 erwähnt. Über seine genaue Herkunft gibt es unterschiedliche Theorien. Sicher jedoch ist eine Verbreitung ausgehend von Gravenstein in Schleswig-Holstein. Eventuell ist er am dortigen Schloss in Nordschleswig entstanden. Möglicherweise kam er aber auch unter dem Namen Villeblanc aus Südtirol nach Schleswig. Die Sorte Kaiser Alexander ist benannt nach Zar Alexander I. von Russland und wurde ab 1830 von Wilhelm Walker, einem Gärtner an der Königlich-Württembergischen Land- und Forstwirtschaftlichen Lehranstalt in Hohenheim, vermehrt. Die Sorte Kaiser Wilhelm wurde 1864 in einem Garten bei Solingen gefunden. Sie war vermutlich ein Sämling von Haberts Renette. Kaiser Wilhelm I. von Preußen probierte den Apfel 1875 und befand ihn gut schmeckend genug, um seinen Namen zu tragen. Im Bad Homburger Schloss liegt die Sorte heute auf der Speisetafel im Königsflügel und erinnert an seinen einstigen Bewohner. Wir zeigen nicht nur die Früchte selbst, sondern auch die Sortennamen, das Jahr der Ersterwähnung bzw. der Züchtung und woher die Sorte kommt. Auch kann man mehr erfahren über die Erntezeiten, die Genussreife und die Lagerfähigkeit oder über den Geschmack. Manche Sorten können schon im August geerntet werden, andere erst im Dezember. Manche schmecken direkt vom Baum, andere muss man noch liegen lassen, damit sie ihren Geschmack entfalten. Von den in dieser Wand gezeigten Apfelsorten sind heute nur noch wenige im Handel. Sie schmecken zwar wunderbar und sehen sehr vielfältig aus, sie sind aber nicht wirtschaftlich genug im Anbau und im Verkauf. Dass ihr genetisches Erbe erhalten wird, dazu tragen die historischen Gärten und Parks bei, indem sie die alten Sorten wieder anpflanzen und erhalten.